Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Ich führe euch durch diesen Kurs. So, das letzte Mal hatte ich versprochen, dass ich euch dieses Mal zeige, wie man Bilder auf die Internetseite bringt oder Bilder einsetzt. Und dazu gibt es den Befehl img. Das ist eine Abkürzung für Image, also das englische Wort für Bild. Und wie ihr seht, gibt es hier keinen Schluss oder kein End-Tag, sondern es gibt nur einen einzigen Tag. So, das zeige ich euch jetzt. Und jetzt habe ich noch eine Neuerung, aber naja, ich bin mal übergewechselt von meinem WordPad zu dem Internet-Editor oder dem HTML-Editor Phase 5, weil das einfach schöner ist. Und ihr seht hier, das Ganze wird die Befehle zum Beispiel, die HTML-Befehle werden alle blau markiert. Der ganz normale Text ist schwarz und hier die Attribute zum Beispiel, die sind am Anfang blau markiert und der Inhalt ist so mit einem dunklen Rot angezeigt. Genauso hier unten bei unseren Links, die wir gesetzt haben, ist der Dateiname, auf den wir zeigen mit dem Link, der ist auch in Rot gesetzt. So. Wir wollen uns ein Bild hochladen. Ich schreibe eckig oder Winkelklammer auf, img. Dann kommt hier als erstes Attribut dahinter. Da brauchen wir ein paar Attribute, src. Und das steht, glaube ich, für Screen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Gut. Und hier suche ich mir erstmal aus meinem eigenen aus meinen eigenen Bildern, die stehen direkt auch in dem Dateiordner drin, in dem ich mein Dokument liegen habe. Da suche ich mir jetzt erstmal ein Bild heraus und das Bild heißt Dressbook. .png. Und das ist das erste, was ich mache. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, da muss dem, sollte dem Computer auch sagen, welche Größe das Bild hat. Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Und ich zeige euch erstmal die schlechtere Möglichkeit. Ich gebe nämlich ein Width für Breite und schreibe hinein 48. PX. PX steht für Bildschirmpunkte, also Pixel. Das gebe ich ein und Height für Höhe 48 PX. So. Und jetzt schließe ich das Ganze und das war es im Grunde auch schon. Und jetzt kann ich das Ganze abspeichern und kann mal auf meinen jetzt habe ich das gerade nicht geöffnet oder habe das geschlossen. Ich muss das nochmal hier über meinen Windows Explorer öffnen. So. So, und jetzt seht ihr, hat er mir hinten noch ein kleines Büchlein dran gesetzt, nämlich dieses Adressebuch, dieses Bild. Und so kann ich jedes Bild auch in den Internetbrowser hineinbringen. So, das ist das erste. Jetzt möchte ich das Ganze hier nochmal mit Zeilenumbrüchen versehen, dass das nicht alles so direkt hintereinander steht. Das heißt, ich tippe überall BR ein. Und jetzt gehe ich nochmal hier unten rein und sage, so möchte ich das nicht haben. Ich möchte eine Alternative haben. Und das liegt, ist jetzt wirklich so, da soll es dann irgendwann hingehen. Ich gebe dem Ganzen einen sogenannten Style, einen Stil. Und da schreibe ich Style, das englische Wort für Stil, gleich Gänsefüßchen auf. Und dann schreibe ich genau dasselbe wieder rein. Width, Doppelpunkt, vorsichtig, das ist jetzt eine andere Art und Weise, das zu schreiben. 48 px, dann schreibe ich ein Semikolon
und schreibe direkt dahinter height Doppelpunkt und auch 48px. So, wieder Semikolon und Anführungsstriche zu. So, und hier habt ihr jetzt ein besonderes Element, das wird uns ganz, ganz viel beschäftigen. Das ist nämlich schon ein winzig kleines Style-Sheet, also gehört zum nicht mehr zur Programmiersprache HTML oder zur HTML-Sprache, sondern gehört zur CSS-Sprache. CSS heißt ja Cascading Style Sheet. Cascading heißt, dass das in so Kaskaden verläuft. Das sieht man auch richtig optisch, dass das dann solche Stufen bildet, dieses Programm, wenn man das ordentlich und schön und übersichtlich programmieren will. Und Style Sheet ist einfach ein Überblick, wie etwas aussehen soll. Also eine Tabelle oder eine Anweisung mit dafür, wie das dann im Internet dargestellt werden soll. So, und hier habe ich einfach nur die Höhe und die Breite eingegeben von dem Bild. So, ich kann jetzt noch verschiedene Sachen mit dazusetzen, aber das mache ich jetzt erstmal nicht, dass es zu kompliziert wird. So, ganz wichtig nochmal der Name. Was möchte ich überhaupt angeben? Dahinter kommt ein Doppelpunkt. Dann kommt der Inhalt. 48px ist das diesmal. Und das Ganze wird abgeschlossen mit einem Semikolon. Wenn ihr das vergesst, passieren wüste Sachen oder er macht euch bestimmte Sachen überhaupt nicht. Aber das werdet ihr dann schon ganz schnell herauskriegen. Gut, so, das ist die eine Sache, die ich euch zeigen wollte. Und jetzt möchte ich das Ganze, möchte ich sagen, ich möchte hier meinen Link, den möchte ich nicht mit einem Text versehen, sondern ich möchte den mit einem Bild versehen. So, wie mache ich das? Ich nehme mal den Text raus und jetzt setze ich einfach hier mal mein Bild, was ich hier drin habe. Das kopiere ich mir oder lösche es mir hier und mit String X und setze es hier wieder ein. So, und jetzt habe ich im Prinzip die Anweisung, das ist als Link zu nehmen, um mein Bild herum gesetzt. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie das aussieht. Ich speichere das Ganze ab. Abspeichern dürfen wir nicht vergessen. Lade mir das Dokument neu. So, jetzt sehen wir auch, dass er die Zeilenumbrüche gemacht hat. Und jetzt seht ihr, wenn ich über das Bild fahre, verändert der die Hand in so eine kleine ausgestreckte Hand. Das heißt, hier sitzt ein Link. Und dann klicke ich da mal drauf. Und dann führt er mich auf eine Internetseite. Und so kann ich Bilder dazu verwenden, als Links gelesen zu werden. So, jetzt gehe ich wieder zurück. Die zweite Internetseite funktioniert auch noch. Gut. Und damit haben wir ein Bild auf den Bildschirm gebracht. Gut, falls ihr Fragen habt, ich weiß, dass es gerade am Anfang ist, es ist auch eine komplizierte Sache. Man muss so viele Sachen behalten, stellt sich vor, ich muss... könnte vielleicht das noch programmieren oder wie funktioniert das? Keine Angst, ich zeige euch noch eine ganze Menge. Ich werde euch nicht alles und im vollen Umfang zeigen können, aber doch denke ich so viel, dass ihr schöne, ordentliche Webseiten programmieren könnt. Aber falls Fragen sind, schreibt sie mir unten in die Kommentare hinein und ich werde die gerne beantworten und vielleicht dann auch nochmal zur Verdeutlichung ein Video dazu drehen, sodass ihr das dann auch direkt mitprogrammieren könnt. Aber wie gesagt, wir sind ja auch jetzt erstmal ganz am Anfang des Kurses und es kommt noch eine ganze Menge mehr. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann erkläre ich euch ein bisschen mehr zu dem, was es mit HTML überhaupt auf sich hat und warum es dann noch dieses ominöse CSS mit dazu gibt. Bis dann!